Ja, das müssen wir erstmal. Wow, lädt es schnell. Krass. Moment, und Musik aus, andere Musik an. So. Okay. Wir checken mal ganz kurz den Schuldenstand. Zum Anfang dieses Streams, und das ist jetzt die relevante Zahl. 6.100.000, pass auf, ich poste das mal. 6.179.000 und so viele Rubel Schulden zum Streamstart. So. Ich pinne das jetzt mal an. Gut. Okay. Das heißt, wir haben das jetzt dran. Wir müssen natürlich also wie gesagt, das Ziel ist natürlich am Ende rauszufinden, ob wir weniger Schulden oder mehr haben oder schuldenfrei. Aber das werden wir jetzt erstmal ganz entspannt gucken. So. Okay, wir waren hier hinten beschäftigt, unsere Fleischproduktion erstmal hochzufahren. Da dauert es noch ein bisschen. Und dazu hatten wir, glaube ich, auch noch eine Kleinigkeit gehabt. Ne, Strom ist drauf. Ist Wasser und Abwasser? Ne, Wasser war auch noch das Problem. Da hatten wir hier ja eine neue Geschichte gebaut. Das ist aber auch in Arbeit. Okay, so, die Zollhaus-Mod, Leute. Hier ist das Zollhaus ist gelöst quasi. Ich habe dann die neue Mod installiert, dass Fahrzeuge jetzt hier quasi wirklich, wie ich es gesagt habe, wie ich es mir wünsche, die fahren hier durch und wenden hier hinten und fahren an der Seite raus. Das heißt, es können unbegrenzt viele hier reinfahren quasi. Das geht super schnell. Und wir werden natürlich auch jetzt unglaubliche Mengen Sondermüll hier importieren. Ja, die kommen hier völlig wild. Dein Internet ist abgeschmiert wegen dem Chat. Chat, was sagt ihr dazu? Was ist ihr? Ihr wart das. Ich weiß es doch. Jeder weiß es. Gib alles. Ich gebe alles. Sagst du, wie es ist? Hast du Prioritätsswitche für die Hochspannungsleitung noch nicht? Auch das wird eine thematische Geschichte werden, die wir in den nächsten Tagen angehen müssen. Ja, dass wir hier unsere Gesamtstromverteilung mal ein bisschen ummodeln und die Stadt zum Beispiel als Priorität anlegen. Ich will auch hier vorne die Geothermie, dieses ganze Setup will ich eigentlich hier oben hinbauen. Ich will hier oben unsere Stromverteiler reinbauen und dann einfach von allen Teilen zubringen, Hauptleitungen zubringen und dann eben gucken, dass wir das so machen. Ja. So, unsere Felderwirtschaft läuft. Aber jetzt als allererstes will ich erstmal die ganze Fleischgeschichte hier an den Start bringen. Dankeschön, Hilbert! Hilbert Zinft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Werter oberste Genosse, das Hilbert-approved Wirtschaftsgremium hat beschlossen, mehr Müllfahrzeuge für den M- und Export zu beschaffen. Müllfahrzeuge? Boah, Müllfahrzeuge. Das Ding ist halt, das Blöde an der Sache ist, Sondermüll ist jetzt schon wesentlich weniger wert. Wir kaufen quasi alles weltmarkttechnisch auf und der Preis sinkt auch gerade. Noch mehr Müllfahrzeuge würden den Preis noch schlechter machen. Ich meine, irgendwann ist das egal, aber wir kaufen ja schon den Sondermüll für 422 Rubel ein pro Tonne. Ein Fahrzeug kann 39 Tonnen fassen. Das ist eher hier in dem Fall. Na, und da siehst du jetzt, für eine Fuhre bekommen wir gerade jetzt noch 3.700 Rubel raus. Das waren am Anfang deutlich mehr, da hat das ja pro Tonne irgendwie 1.000 oder so gleich gebracht. Das war völlig wild, 1.300, 1.400 war ja gleich am Anfang. Was hast du geändert an der Grenze? Ich habe eine Mod hinzugefügt, dass die Fahrzeuge jetzt nicht mehr reinfahren, warten, bis der eine geparkt hat, sondern die fahren jetzt können jetzt immer reinfahren, wenden dann hier oben und fahren wieder raus. Das ist einfach nur, dass hier die Einfahrt nicht buggy ist. Das fixt quasi diese ganze Zollhausproblematik. Weil das war schon immer doof. Da muss einer reingefahren und der nächste musste warten, bis er vorne zum Stehen kommt, obwohl hier vier Spuren sind. Das war schon immer dämlich. Genauso wie das gestern, und das habe ich heute mal installiert und das funktioniert auch echt tadellos. Und wir machen jetzt heute fast 10.000 Gewinn. 11.000. Wir müssten aber eigentlich machen
127.000 in pro Tag, also Quatsch, 127.000 pro Monat, aber 4.000 am Tag müssten wir machen. Und wir brauchen pro Monat, machen wir dann definitiv noch nicht so viel Geld. Verkaufst du den Strom? Auch ja, zum Teil. Aber momentan nur mit 20%, weil uns, ich könnte es mehr machen, also wir könnten hier deutlich höher fahren. Aber dazu muss ich erst den Switch ändern. Und der kommt ja quasi hier vorbei. Also hier geht unser Switch durch. Und meine Überlegung war es gewesen, diesen Prioritätsswitch mit Schalterpriorität, genau ihn hier. Wir bauen den nämlich hier mal hin. Weil ich dann nämlich hier ein paar Sachen ummodeln werde. Also wir werden den anders gestalten. Weil ich will dann quasi prioritätsmäßig in die Stadt leiten, dass die Stadt immer versorgt wird. Und alles, was drüber produziert wird, will ich an die Grenze verkaufen. Und das werden wir dann mit der anderen Grenzgeschichte auch machen. Das heißt, wir gehen mit quasi beiden Leitungen, reißen wir auch ein bisschen ab. Und gehen dann mit den Leitungen hier unten rein und eine geht zur Grenze und eine geht in die Stadt rein. So ist die Idee. Dann werden wir die Stadt halt mal kurzfristig mal lahmlegen, aber das müssen wir uns halt in Kauf nehmen. Dafür können wir dann die Müllverbrennung hochfahren, weil die dann endlich den Strombedarf auch zum Decken hat. Und wir machen die Stadt nicht jedes Mal nackig. Weil die könnte definitiv mehr Strom in die Stadt, mehr verbrennen, wenn der Strom für die Stadt gesichert ist. Könnten wir nämlich das deutlich höher fahren, weil ich glaube, der würde diese 660 Megawattstunden schon gerne produzieren. Wir brauchen sie bloß in der City nicht und wir können das aber nicht dauerhaft hinkriegen. Na, schau mal, wie die das wegverbrennen, du. Wahnsinn. 42.000? Boah, krass. So, die Zufriedenheit steigt schon wieder leicht. Sind ein paar in den Knast gekommen. 12 Häftlinge, das ist okay. Im Gericht schaut es gut aus, die Polizei schaut gut aus. Da schaut es auch gut aus. Können wir jetzt Bützenbach-Ost starten? Nee, können wir noch nicht. So, pass auf, bevor jetzt hier irgendwas losgeht, fangen wir an, unsere Kanalisation gerade zu ziehen. Das war mein Plan. Das würde ich gerne heute mal in Angriff nehmen, weil das nervt mich nämlich, dass wir das nicht gemacht haben bisher. Das machen wir jetzt noch in dem Jahr. Das Wasser ist schon aus der neuen Pumpe. Das plätschert dann so dahin. So. Ich das nicht hier reinbauen? Nee, das kriege ich nicht hier unter. Okay, in dem Fall ist es okay. Dr. Ash, einen wunderhübschen. Einen guten Abend dir. Hallöchen. So, hier wird schon ordentlich abgerissen, die alte Röhre. Boah, das füllt sich aber gewaltig, du. Guck mal. Kommt denn das ganze Abwasser hier? Oh nee, aus den Blöcken auch noch. Okay. Boah, das ist ja mies. Ich hoffe, die kriegen das schnell abgerissen. Ein Bagger ist auch auf dem Weg. Kommen da Fahrzeuge? Ja, Müllfahrzeuge sind auf dem Weg. Okay. Okay. Hat es überhaupt dir das Abo-Gewitter fürs Partner-Plus-Programm gebracht? Partner-Plus-Programm ist nur T1-Subs, also wenn du jetzt quasi einen Bezahl-Sub raushaust, für dich selber, dann gilt das ins Partner-Programm, also ins Plus-Programm. Wenn du einen Sub verschenkst, ist der für mich zwar gut, aber fürs Partner-Plus-Programm nicht. Das bringt für das
Partnerprogramm gar nichts, wenn du einen Sub verschenkst. Nur Bezahlabos, die also T1, 2 und 3 Subs, die du direkt hier bei, auf dem Channel abschließt, das gilt in dieses Partner Plus Programm rein. Und da wird, das wird ab Mai ja Thema werden. Also ab Mai wird das ja scharf geschalten. Und genau. Da ist das dann quasi das, das Ding. Das heißt, sprich, alle, das zählt dann jetzt auch schon quasi mit rein für die 3-Monats-Regel. Also bis zu, du musst 3 Monate lang jeweils diese für die erste Stufe 100 Partner Plus Punkte erreichen, um die neue Stufe zu erreichen. Das ist echt gut. Aber das ist halt am Ende, wie gesagt, T1-Subs, die meisten hauen ja, oder viele hauen ja Prime-Subs raus. Das ist zum Beispiel fürs Partner-Plus-Programm auch wieder, das zählt da auch nicht mehr rein. Ne? Also das ist alles, ja. Ich finde das irgendwie auch schöner, wenn das, wenn man das als Community darüber managen könnte, weil ich verstehe bis heute noch nicht, wieso die verschenkten Subs in diese Rechnung nicht reingehen. Das erschließt sich mir einfach nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Das erschließt sich mir nicht. Twitch hat auch genau daran auch verdient. Warum das dann wiederum nicht zählt, ist mir bis heute noch ein maximales Rätsel. Aber gut, so ist dem. So, okay, ich reiße jetzt mal diese alte Leitung ab. Das löst hier auch ein bisschen dieses ganze Chaos auf. Das wird ein bisschen dauern, bis das abgerissen ist, aber das tut nicht weh. Hauptsache, die neue Leitung ist nämlich gleich da, weil der Abwassertank hier ist schon komplett gefüllt. Und ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe sehr. Ja, das fließt aber hier auch ab. Also, das ist gar nicht mal so schlimm. Weil die hängen an mehreren Leitungen dran. Dann muss halt die jetzt aktuell mehr Durchsatz haben. Das sieht man auch. Da geht ordentlich Abwasser durch. So. Nein, denn man kann das Geschenk sofort mit einem Abschluss verlängern. Ja, genau. Du kannst ein verschenkte oder ein geschenkten Sub mit echt, also quasi mit deinem eigenen Sub überlagern. Das geht. So. Warte mal, wir müssen da hier die Baubüros erst zuweisen, das muss schnell passieren. Wenn das umgebaut ist, könnten wir doch eigentlich... Ah ne, hier oben wird noch gebaut, aber das ist auch fast fertig. Dann könnten wir hier den Ostflügel öffnen. Denen hier gefällt irgendwas nicht. Was gefällt denen? Warum ist die Zufriedenheit hier so schlecht? Die konnten keine Kneipe besuchen? Geh halt hin. Die Regierungsloyalität ist hier auch nicht so prickelnd. Das check ich halt auch nicht, ne? Warum ist das so schlecht hier? Denen geht's doch hervorragend. Studie zu betonen machen wir gerade. Okay, Leute. So, erstmal, jetzt, ich hab jetzt das Schlimmste habe ich geschafft, weil da kriegst du einen richtigen Knoten im Hirn. Ah ja, guck mal, die bauen sogar die Gullis zurück hier. Boah, das dauert auch noch eine ganze Weile, ja? Forschung ist abgeschlossen. Okay. Dann werden wir gleich mal zur Uni schauen. Plattenbau. Oh, Plattenbau wäre halt geil, ne? Stahlermüdung. Bitumen ist noch relativ irrelevant. Die Forststudie hätte ich gerne. Die geht auch ratzfatz. Na, die geht auch schnell. Dann müssen wir das mit dem Nachpflanzen, glaube ich, nicht permanent machen. Dann wird das automatisch gemacht. Ja. Ach, die sind in der Sanierung drin, oder was? Nee. Die hier oben? Auch nicht. Komisch. Okay, wie schaut denn unsere Kindergeschichte aus? Geburtenrate? Ha, war schon mal geiler, ne? Beton kannst du jetzt produzieren, ja. Beton könnten wir jetzt selber machen, ne? Muss mal schnell schauen.
Wo ist denn der Ton eigentlich nochmal gleich? Bauwesen. Zement. Kies und Beton braucht Kies und Zement und Wasser, um Beton herzustellen. Also brauchen wir trotzdem Zement erstmal. Ein Zementwerk. Und ein Zementwerk können wir noch nicht. Weil das braucht die verarbeitete Kohle. Und die haben wir noch nicht. Da sind wir noch am Ausbau gerade. Oh nee, hier hinten ist ausgebaut worden. Ach cool, hier fehlt nur noch die Bushalte. Und die wird auch tatsächlich stückweise gebaut hier oben. Ach cool. Aber eine Sache ist noch ein Problem. Und das ist nämlich hier das da oben. Wir haben hier oben einen Blödsinn gemacht. Hier oben wird Wasser hergestellt. Also hier gibt es ein Wasserwerk. Meine Überlegung war es, hier oben ein weiteres Wasser, weil das geht ja extrem den Hügel hoch, ne? Also das ist ja noch höher als das andere. Oder? Warte mal kurz. Komme ich hier mit einem Wasserrohr lang? Ach, troll mich doch nicht. Okay, dann reißen wir diese Geschichte hier ab, also auch das hier. Und schließen das an die andere Geschichte an. Neuen Frachter gibt es, ja schön. Dann machen wir das so. Das wird natürlich eine ganze Ecke dauern. Ich glaube, dieser Bauauftrag ist mit Sicherheit schon mal ekelhaft. Der braucht nur 672 Tonnen Kies, ist doch ein Schnapper. Ey, Männerlords wird es so bei mir geben, 100 Pro, Hilbert. Ein Speichertank, da oben tatsächlich nicht. Der ist nur für die Kohle, das ist, da oben kommt jetzt nichts Großes hin. Ja, das ist jetzt hier nur für die Kohle erstmal. Und ich ziehe das gerade so schön da aus dem einen hier raus. Das ist okay für mich. Kann natürlich sein, dass wir dann irgendwann nochmal einen zweiten brauchen, aber jetzt schauen wir mal. Ja, wir haben wieder ein bisschen Kohle da, das ist Kies da. Aber dann können wir nämlich dann langsam mit der Kohle starten. Und wenn die Kohle startet, dann gehen wir erstmal hier oben. Müssen wir natürlich auch erstmal vorausplanen für die Zukunft. Und zwar ein Schüttgutlager für Kohle. Wobei, für die Kohle brauchen wir eigentlich... Ja, wobei, das ist schon gar nicht schlecht hier. Wir kosten das 34 Tonnen Stahl und das Kleine. 19 Tonnen Stahl. Aber dann, nee, das ist Quark hier. So, dann gehen wir hier so hin. Ach, hier ist ein Strom, ne? Hier ist so ein Stromanschluss.
So. Scram, einen wunderhübschen Hai. Reicht der Druck? Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob der Druck da hochkommt. So. Und dann müssen wir Kohle von der Kohlemine in die Kohleverarbeitung reinschmeißen. Na, Kohle, Kohle, Kohle. So. Gut, dann haben wir das hier oben erstmal. Kohle, Kohle, Kohle. Na klar, Mann. So. Okay, dann haben wir das. haben wir das. Dann müssten wir die Kohle fertig sein, richtig? Jetzt brauchen wir nur ein Eisen dann bei Zeiten noch. Und Eisen hatten wir ja gesagt, hier drüben ist ein tolles Eisengebiet. Hier oben. Jetzt schauen wir mal, was wir hier finden. Hier oben hat 70% Eisenwert, ne? Wir müssen bei der Kohleverarbeitung nochmal was schauen, bevor wir die anfangen. Zwischenlager. Frage ist, warte mal, das ging noch in kleiner, oder? Da müssen wir jetzt nur noch hochkommen mit einer, mit einem Weg und mit einer Straße vielleicht noch. Weil wir müssen ja eh von hier drüben dann weiterarbeiten. Eine Gondola? Wäre auch geil, ne? Können wir uns für später mal überlegen, ja. Oh, warte, da komme ich durch. Gut. So. Okay, Leute. Jetzt ist die Frage, weil ich habe nämlich eine Sache vielleicht eventuell nicht mehr auf dem Schirm. Das erzeugt 12 Tonnen Dreck im Jahr. Das ist noch nicht so schlimm. Die Stahlverarbeitung ist doch das Problem, oder?
Ja, die ist schlimm. Das Stahlwerk ist auf jeden Fall safe Katastrophe. Ich gehe jetzt mal von aus, dass unser Stahlwerk irgendwo hier stehen wird. Wenn ich hier rüber gehe, wäre das über einen Kilometer Luftlinie. Wir haben gesagt, wir müssen mindestens einen Kilometer wegkommen von der Stadt. Ich versuche den Fluss mal als Endzone zu legen. Das ist weit genug weg. Egal, wo wir hier bauen noch. Dass, wenn ich hier drüben die Stahlfertigung, also hier an den Rand hier, die Stahlfertigung stelle, dann wäre das zumindest schon mal eine Sache, die wir nutzbar haben. Gut, dann haben wir nämlich hier schon mal eine kleine Geschichte am Laufen. Das ist wunderbar. Das bedeutet, wenn wir das hier ausbauen, das wird eine Zeit dann dauern. Ich könnte mir auch eine Gondola vorstellen, aber die hier dann rüber geht bis hier rüber, also quasi von hier, das könnte man vielleicht mal, ich weiß nicht, was das kostet. Ich weiß nicht, was das mit dem Gondola-Ding kostet. Die kostet gar nicht mal so viel Stahl. Oh, wir haben Stahlseile noch nicht erforscht. Und Leute hier hochzubringen, wäre mit der Gondola natürlich auf jeden Fall auch geiler. Ja, müssen wir im Blick behalten. Okay, wie schaut es jetzt mit dem ganzen Gerät hier aus? Sind wir jetzt hier ready? Immer noch nicht. Das ist alles noch nicht fertig. Der Fußgängertunnel hat die Hälfte ungefähr schon geschafft. Ja, okay. Wir müssen mal gucken. Feder Zwergart. Ja. Das Gute ist, wir können instant mit der Produktion von frischen Schnitzeln anfangen, wenn es hier losgeht. Wie viele Leute arbeiten denn hier? Zu wenige auf jeden Fall. Ich denke, für die Stahlproduktion baust du neben dem Stahlwerk direkt eine eigene Stadt. Nee, Benny, das Problem ist, weißt du, warum ich das jetzt abmesse? Ich bin ja hierher gegangen und habe gesagt, sagen wir mal, wie viel von hier bis hier ist. Ne? Und das wären jetzt fast 2 Kilometer. Das Ding ist, die müssen mindestens 1 Kilometer wegstehen von der Stadt, sonst die erzeugt Dreck, die erzeugt Umweltverschmutzung um sich herum. Und wenn die an die Häuser kommt, diese Umweltverschmutzung, sterben die Leute instant weg. Ja, weil ich ja mit einer, meine Bevölkerung reagiert schwer auf sämtliche äußere Einflüsse. Das heißt, sobald irgendwas passiert wie das hier, hast du hier immer das Problem, dass die Leute hier an den Randgebieten werden dir langsam aber sicher eines elenden Todes sterben. Hier ist die Stadt safe, aber hier oben hatten wir mal früher die Umweltverschmutzung und die hält sich erstaunlich lange. Für ein voll ausgelastetes Stahlwerk brauchst du ca. 2000 Arbeitskräfte. Du, ich rechne nicht mit voll ausgelastet. Ich habe ja gerade mal 2700 Leute. Bei mir, mir geht es um eine eigene Produktion. Die kann langsam sein, aber sie kann stetig sein. Ja? Wenn ich im Monat 20 Tonnen Stahl produziere, muss ich 20 Tonnen weniger kaufen. Verlieren wir Einwohner? Was? Ja. Ja, ein bisschen. Ich check mal kurz die Lage. Heizung ist an. Wasserdruck ist da. Ist auch solide. Abwasser. Ist okay. Strom. Ist auch da. Müll. Keine Probleme. Aber wenn wir Leute verlieren, weiß ich nicht, wieso gerade. 21 ohne Wohnung? Ja, es wird langsam Zeit, dass wir unseren Ostflügel erweitern. Der würde sogar noch, wenn wir den aufmachen, die kommen sogar noch bis zu dem Ding hier.
Ja, die könnten sogar noch bis zum Busbahnhof kommen, wenn wir den öffnen. Lannon, wunderhübschen guten Abend, hi.